Ich grüße euch Kinder zu Gojira präsentiert. Heute Lord the Love Club Limited Edition. Ich zoome da mal ein bisschen an dieses richtig geile Cover dran. Zu sehen ist halt Lord, die sich erstmal schön eine Schlange um den Hals gehängt hat. Und hier so ein Wappentier von da unten, das Opossum halt so auf dem Arm hat, ne? Richtig nice. So ein bisschen nochmal weg, weil das ist einfach so ein richtig geiles, schlichtes Cover. Ist halt ihre erste Scheibe, die sie rausgehauen hat, bevor sie dann den Durchbruch mit Pure Heroin hatte. Dann drehe ich das Ding mal um. Ist halt auch eine Doppelplatte. Rap, badab, badab. Hält das? Natürlich wieder nicht. Ich krieg einen Föhn. Was ist denn hier wieder los, ey? Junge, halt fest, Mann. So. Dann zoome ich. Also hier seht ihr, sind reichlich Lieder drauf. Das erste ist mein absoluter Favorit, Bravado. Das zweite dürfte euch bekannt sein. Das lief ja echt rauf und runter. So muss das sein. So, dann haben wir hier schon so auch die ersten Remixe kommen dann an. Richtig nice finde ich hier auch. Auf der C-Seite das dritte Lied, Lord vs. Biggie, ne? Also das ist echt richtig ein doper Remix. Bam, richtig geil, ey. So, ich hoffe, das kann man noch lesen, obwohl es schon wieder duster ist. Ja, Tennis Court, auch in einem anderen Remix, hat sie auch auf das andere Album geschafft, ne? Royals halt auch in verschiedenen Remixen. Schon 1A. Was sagt sie dann noch? Ah, geil. So much to come. Such great hates. I'm just getting started. Also richtig dope Aussage. Also Lord voll am Abgehen. Richtig geile Mucke. Ich fand das auch super, wo sie da halt so erstmal, wie heißen diese ganzen Otzen? Müsli Zyklus und Justine Bibero und wie diese ganzen anderen asozialen Arschlöcher heißen, die von Musik absolut keine Ahnung haben, nur weil sie da irgendwie von ihren Managern in den Arsch gebumst werden und dann so im Disney Club mal rumgehüpft haben als Kleinkinder, ne? Heißt das noch lange nicht, dass die einen Plan von Musik haben. Und Lord, die hat das halt schon richtig übelst drauf, die hat eine anständige Stimme, die haut anständige Mucke raus, also da kann man sich echt nicht beschweren, ne? Also wie gesagt, wenn ihr die Scheibe noch nicht habt, war halt ihre erste Platte, ist das definitiv ein Pflichtkauf. Also das ist echt definitiv in eine Riege zu stellen mit Lana Del Rey, so richtig außergewöhnlich in keine Schublade zu stecken. Ganz eigenes Ding von der Stimme her und auch von der Musik her ist das wirklich, sprengt alle Grenzen weg, finde ich einfach großartig. Von daher muss man einfach haben, sage ich mal, das sprengt alles weg, egal was du sonst für Musik hörst. Das ist einfach so ein richtig abgefuckt geiler Burner. Von daher, Kinder, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut euch Lord auf den Teller, lasst die Scheibe rund drehen bis zum geht nicht mehr. Schönen Tag wünsche ich euch noch und eine angenehme Restwoche. Bis denne.